Es ist Herbst geworden in Sammenheim am Hahnenkamm und überall im Dorf treffen die Menschen zusammen, um Nüsse zu ernten. Mächtige Walnussbäume mit ausladenden Ästen prägen das Ortsbild und im Herbst fallen die Früchte erntereif herab. Überall in den Gärten sind die großkronigen Bäume zu finden. Rund 180 hat Hans Müller allein im Dorf gezählt. Das milde Klima an den Hängen des Hahnenkamms lässt sie besonders gut gedeihen. Die Walnuss gibt in Sammenheim den Takt an. Und Nusszeit ist nicht nur im Herbst. Die Erntesaison beginnt bereits viel früher. Im Sommer, um Johanni herum, steigen die Sammenheimer rauf in die Kronen. Die unreifen grünen Nüsse gelten als Delikatesse, die sich gut vermarkten lässt. Doch das ist den Bürgern im Dorf erst in jüngster Zeit wieder bewusst geworden. Viele Jahrzehnte lang blieben die Nussbäume unbeachtet, sich selbst überlassen. Die Nuss hatte hier keinen Wert. Es waren so viele da und die wurden ja nicht mehr geerntet, die Nüsse. Die blieben liegen und dann im Herbst hat man es dann oft an den Wald reingeschmissen. Inzwischen sind die Sammenheimer wieder auf die Nuss gekommen. Sämtliche Vereine haben sich zusammengeschlossen zur AG Nuss und Sammenheim weit über Mittelfranken hinaus bekannt gemacht als bayerisches Nussdorf. Und das liegt nicht zuletzt an den Köstlichkeiten, die die Dorfgemeinschaft in eigener Regie hier herstellt. Hochprozentiges und eingelegte grüne Nüsse, Brotaufstriche und Tapenade. Während die Männer zur Ernte selbst die höchsten Bäume erklimmen, sitzen die Frauen beieinander, schnippeln, stechen und kochen. Und die Gummihandschuhe braucht's dabei nicht nur aus hygienischen Gründen. Weil man da schwarze Finger kriegt. Und zum Beispiel schaut es dann so aus und es geht dann schlecht weg, dauert sehr lange. Mindestens 5-6 Wochen. Ja. In der Küche des Vereinsheims werden die grünen Nüsse süß-sauer eingekocht, mit Zimt und allerlei anderen Gewürzen. Köstlich als Nachtisch mit Eis oder als Topping auf Cracker und Brot. Aber nur, wenn man beim Ernten den richtigen Zeitpunkt erwischt. Wenn man die rechtzeitigen Zeitpunkte erwischt hat, dann sind sie verholzt. Dann hat sie die innere Schale schon gebildet und dann kann man sie nicht mehr verwerten, dann sind sie hart. Den Gewinn aus dem Verkauf der Walnussdelikatessen teilen sich übrigens die Vereine. Das stärkt die Dorfgemeinschaft und trägt, ganz nebenbei, zum Erhalt der landschaftsprägenden Walnussbäume bei. Denn die wären sonst vermutlich schon längst der Säge zum Opfer gefallen. Und die reifen Nüsse? Natürlich lassen die Sammenheimer auch die nicht mehr verkommen. Mehr als 5 Tonnen erntet die Dorfgemeinschaft inzwischen Jahr für Jahr. Ein aufwendiges Geschäft. Denn vor allem was Trocknung und Lagerung anbelangt, ist die Walnuss eine sehr anspruchsvolle Frucht. Ganz besonders wichtig ist, dass man täglich aufsammelt, dass man die Nüsse, wenn sie einmal getrocknet sind, dass man die nicht wieder feucht werden lässt. Sonst könnten die Nüsse schwarz werden oder gar schimmeln. Die getrockneten Walnüsse gibt's nicht nur als Kerne zu kaufen. Den größten Teil davon lassen die Sammenheimer zu Öl pressen und haben dafür mit anderen Dörfern in der Nachbarschaft eigens eine genossenschaftlich organisierte Manufaktur gegründet. Hans Müller prüft die Qualität. Höchstens 12% Feuchtigkeit sollte die Nuss noch enthalten. Was einmal über 15% ist, ist schlecht. Die sind nicht mehr pressbar, das wird dann nur noch ein Brei. Früher hat man das Öl mühsam mit solchen Handpressen gewonnen. Heute passiert das in großem Stil in einer Ölmühle in Baden-Württemberg. Ansonsten aber sind die Nüsse aus Sammenheim ein rein fränkisches Produkt, das inzwischen wieder mit viel Liebe gepflegt wird. Und darauf sind die Sammenheimer schon ein wenig stolz.